So, jetzt haben wir hier noch alles stehen. Ja. Wollen wir, also die Würfel packe ich weg. Radio packe ich, nee, Radio packe ich nicht weg. Machen wir die Kameras nochmal an. Mhm. Machen nochmal so eine Art Intro. Hallo, ja, wir sind jetzt nochmal hierher gekommen, weil wir in der Auswertung EVPs gehört haben auf dem Friedhof. Ja. Und dann fragen wir übers Radio mal, vielleicht bekommen wir ja direkt irgendwie eine Antwort, ob wir da hochkommen sollen. Ja, das machen wir so. Ja? So, was habt ihr mal gehört, wie unsere Vorbereitungen gehen? Ganz schnell. Ganz schnell geht das. Ah, ruch erstmal auf. Ja. Mein Gott, ich hab kein Stativ mehr bei Ihnen. Das geht doch so. Ja, ich denke auch. Aber schwarz läuft auch. Jo. Da haben wir alle Kameras an. Online. Ah, wieder die Schnecke. mach die mal weg da. Ist ja ekelhaft. So. Ich hab erst da schon in diese komische Nacktschnecke reingefasst. So, ihr Lieben, ihr kennt die Location vielleicht? Ja. Wir haben eben gerade schon die Zuschauerfragen gemacht und jetzt geht's los mit unserer PU. Genau. Wir haben nämlich gestern auf der letzten PU hier am Kloster auf dem Friedhof einige EVPs aufgenommen, was für uns auch ganz neu ist.
Und darauf wollen wir jetzt mal eingehen. So sieht's aus. Los geht's. Diese Grillen. Okay. Wir haben gehört in einer EVP, dass wir zurückkommen sollen, als wir den Friedhof verlassen haben. Sollen wir nochmal zu dem Friedhof kommen? Jetzt fangen Sie wieder an hier. Ihr Lieben, versucht bitte mal so laut wie möglich mit uns zu sprechen. Vielleicht würden wir euch dann sogar verstehen. Aber wenn das zu schwierig für euch ist, dann dürft ihr auch einmal so einen Ball anstupsen, dann kann ich auch das Radio direkt anmachen. Da räumt gerade einer ein Nest aus. Ja. Mach mal Radio an. Mach mal Radio an. Aber es ist einfacher. Ja. Jetzt. S-Box. Gaining. Gaining. FM. Hallo ihr Lieben! Hallo! Hey! Gehört! Wir waren gestern ja schon bei euch und zuerst waren wir auf dem Friedhof und haben euch die Lichter wieder angemacht. Jetzt haben wir gehört, dass jemand gesagt hat, dass wir nochmal zurückkommen sollen. Möchtet ihr denn, dass wir zu euch auf den Friedhof kommen und mit euch reden? Wir wären nämlich jetzt da. Also wenn ihr das jetzt gerne möchtet, dann antwortet einfach mal mit ganz klar Ja. Ich hab jetzt Ja verstanden, aber... Versuch das nochmal. Ich war mal unschlüssig. Ich hab Hör auf verstanden, Gina hat Ja verstanden. Also wenn wir zum Friedhof kommen sollen, sagt mal jetzt bitte entweder Friedhof oder Ja. Wir haben auch verstanden, dass die Steine wohl im Hof liegen. Welchen Hof meint ihr denn? Klosterhof gibt es ja auch immer Essen und Trinken. Vielleicht hat die Tatsache ein Kind mitgenommen und hat hier irgendwo hingelegt. Ja.
Das ist also sollen wir jetzt nochmal zum Friedhof kommen? Ja oder nein? Ich habe das Gefühl, die sind so ein bisschen unschlüssig. Wir können ja auch hochkommen und wenn es blöd ist, sagt ihr uns einfach, dass wir wieder vorkommen sollen. Oder ihr sagt jetzt ganz deutlich einen Hinweis, wo wir hinkommen sollen. Da würde ich sagen, jetzt machen wir einfach mal hoch. Genau. Wir packen die Sachen hier zusammen und dann gehen wir einfach mal nach oben. Genau, dann gehen wir einfach und mal hoch. Wie es weitergeht. So, ihr Lieben, ich mache mal hier kurz Pause. Bis gleich. Genau. Und das habe ich erst verstanden, hoch. Ja. Ich habe auch so ein paar Dinge verstanden. Ich bin der Meinung, ich habe es mal ja verstanden. Ich bin mir nicht sicher gewesen, aber im Hintergrund kam... Dann geh mal lang. Gib mir mal eine Lampe. Hier, ne? Kam, glaube ich, sogar Friedhof. Aber ich bin mir eben nicht sicher. Ja. Das war wieder zu... Da war wieder zu alles drin. Ne? Leuchten, ja, das sieht gut aus. Also, dass wir nicht vor einem Wildschwein stehen. Ja. Boah, ich werde angegriffen. Von was? Von einem Riesenkäfer. Alter! Ja, und ich bin jetzt nicht. Hä? Ich bin voll in die Fresse geleuchtet. Ich hab dir in die Fresse geleuchtet? Naja. Wenn ich angegriffen werde. Ja. Das haben wir drauf. Den Specialty-Effekt. Ja. Brauchen jede Menge Fledermäuse. Ja. Wunderschöner Sternenhimmel. Kloster, heute brennt mal hier hinten Licht. Auch nicht schlecht. Ja, guck mal. Genau. Deswegen lassen die immer Licht an, glaube ich. Ja, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Das mit dem, der letzte macht das Licht aus, haben sie anscheinend nicht. Das so haben die noch nicht so gelernt. So, jetzt gehen wir auf den Friedhof. Klopf, klopf, hallo.
Sag nochmal guten Abend. Guten Abend. Und mir den Kameraschwur gucken. Kann man die noch mal anmachen? Die roten sind runter. Nehmen wir wieder mit, ne? Eine fehlt. Wir hatten noch fünf hier stehen gehabt, ne? Ja. Jetzt sind bloß nur vier Becher drin. Okay. Ja, okay, die nehmen wir dann mit. Gott, ob wir ja eine Mülltonne sein. Laut. So ein männliches Gemurmel. Ja. Ich habe es aber nicht verstanden, was da jetzt war. Jetzt sind wir hier. Genau, wir sollten noch mal hier zurückkommen. Ist jemand hier, der mit uns sprechen möchte? Es ist mir voll so ein Insekt im Mund geflogen. Das ist auf dem Friedhof, wo man ruhig sein soll. Kannst du noch mal so laut reden? Ich habe dich gehört, Gina, auch, aber wir haben nicht gehört, was du gesagt hast. Wenn wir an irgendeinen bestimmten Ort kommen hier? Vielleicht kannst du dich über die Guten mitteilen, wenn du möchtest. Ist denn derjenige, der gestern mit uns gesprochen hat oder versucht hat, mit uns zu sprechen, jetzt noch hier?
Haben wir das richtig verstanden, dass wir nochmal kommen sollten? Ja. Sollen wir denn hier an ein bestimmtes Grab kommen? Gehört, wie wenn jemand Hallo gerufen hat von weiter weg. Ja, habe ich jetzt nicht gehört. Also ist das okay, wenn wir hier bleiben und mit euch sprechen?
Kann das sein, dass du sehr wenig Energie hast? Dankeschön. Darfst du gerne jetzt, bis ich die Hand wieder wegnehme, ein bisschen Energie nehmen. Oh nee, ey. Zu mir kommen. Okay. Hast du jetzt eben gerade wieder was gesagt? Dir das mit der Energie was gebracht? Super, sehr gut. Könnt ihr denn eventuell die Hornisse, die eben gerade hier war, beeinflussen, dass sie nicht mehr zu uns kommt? Das wäre echt super. Okay, mach das bitte, weil sonst müssen wir hier nämlich weitergehen. Die tickt nämlich hier ganz schön aus. Warst du mal ein Mann? Ist das richtig? Wir haben nämlich verstanden... Das ist noch eine Nisse. Hier unten. Wir sollten uns hier irgendwie verpissen. Die ist eben gerade schon eine ganze Weile hier rumgeeiert, hier ums Licht.
Warst du mal ein Mann? Okay. Ist das okay, wenn du mit uns vor zu dem Eingang kommst, wo wir immer sitzen? Okay. Kannst du nicht mit vorkommen? Oder willst du nicht mit vorkommen? Also du würdest gerne, kannst aber nicht. Okay, danke schön. Möchtest du, dass wir mit dem Radio hier mit dir auch sprechen? Darüber könntest du dich besser mitteilen. Also sollen wir das mit dem Radio kurz probieren? Dann würde ich das jetzt anmachen. Dann bitte nochmal ein Ja zur Bestätigung. Okay, gut, dann beeilen wir uns, bevor hier Ausrasterritis ist. Kannst du mal hier hinleuchten? Ich leuchte. Nicht, dass ich reinlange in das Tier. Das kommt von da oben irgendwo. Ja, die waren nämlich vorhin hier auch schon mal in meinem Rucksack überall. Ich mache das gleich wieder zu. Ja. So, okay, da machen wir schon mal den an. Hallo. Mitmachen? Ja, jetzt kannst du mitmachen. Möchtest du uns denn irgendwas erzählen? Stolz? Findest du das interessant, dass wir hier mit dir so reden können? Hi. Kamera ist die ganze Zeit rumschauen. Das ist die Frage. Ach, du bist schön. Ich frage jetzt nochmal ab. Haben wir das gestern richtig verstanden, dass wir nochmal hierher kommen sollten? Ja. Und habe ich das jetzt eben gerade auch richtig verstanden, dass du nicht mit uns nach vorne kommen kannst? Ja. Okay. Aber du kannst nicht nach vorne gehen. Was hält dich hier? Du kannst ja dann wieder zurückgehen. Jetzt ist die Kamera umschaut. Jetzt habe ich sie nicht. Arbeit. Ordnung. Ordnung. Also bist du hier eine Wachperson? Das
Passt du hier auf, dass alles seine Ordnung hat? Die Hornisse greift uns an hier. Wo ist sie? Sie ist aber nicht mehr bei mir jetzt, oder? Ich gucke. Dreh dich einmal rum. Nee. Oh, die ist mir voll gegen den Kopf geflogen. Alter. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier vor schon. Ich glaube, die fühlt sich belästigt. Ja, wir sollten jetzt schnell, dass wir wegkommen hier. Hä? Das Zähnchen, Herr, das tut mir echt leid. Wir würden gerne länger mit dir sprechen. Gucke aber vorher, ob du irgendwas in deinem Korb. Ja, das hast. Und versuch doch bitte mit uns fortzukommen. Ja. Du kannst ja danach wieder hierher kommen. Wir können jetzt gerade alle hier nicht bleiben, weil wir von dieser Hornisse angegriffen werden. Genau. Und wir wollen uns ohne stechen lassen und eigentlich stören wir sie ja. Aber wenn es irgendwie geht, dann kommen wir nochmal wieder, vielleicht in ein paar Wochen, wenn diese Hornissenzeit rum ist. Die ist mich voll angeflogen. Ja. Los, weg hier. Komm, wir sind bei denen eingedrungen. Haben wir alles? Ey, entweder haben wir Hornissen. Muss mal kurz ausmachen. Die Hornisse greift uns an hier. Wo ist sie? Die ist aber nicht mehr bei mir jetzt, oder? Ich gucke. Dreh dich einmal rum. Angetan. Nee. Die ist mir voll in den Kopf geflogen. Alter. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier vor schon. Ich glaube, die fühlt sich belästigt. Es sind schon mehrere jetzt. Ja, wir sollten jetzt schnell, dass wir wegkommen hier. Scheiße. Mist, ey. Okay, liebes Seelchen. Hä? Lieber Seelchen, Herr, es tut mir echt leid. Wir würden gerne länger mit dir sprechen. Guck, aber vorher auch irgendwas in deinem Korb. Ja. Das hat. Und versuch doch bitte mit uns fortzukommen. Ja. Du kannst ja danach wieder hierher kommen. Wir können jetzt gerade alle hier nicht bleiben, weil wir von dieser Hornisse angegriffen werden. Genau. Und wir wollen uns ohne stechen lassen und eigentlich stören wir sie. Aber wenn es irgendwie geht, dann kommen wir
nochmal wieder, vielleicht in ein paar Wochen, wenn diese Hornissenzeit rum ist. Sie ist mich voll angeflogen. Ja, ich weiß. Los, weg hier. Und wir sind bei denen eingedrungen. Haben wir alles? Ja, ich glaube schon. Ey, wieder haben wir Hornissen, Mücken. Arsch, ey. Oh Mann. Ist doch nicht mehr normal, oder? Krass. Ich habe immer das Gefühl, die hatten sich schon vom Licht angezogen gefühlt. Mhm. Aber das Radio, dieses Geräusch, das nervt die. Ja. Also ist immer so ein bisschen mein Gefühl. Nee, außerdem sind wir in ihr Revier eingedrungen. Das ist ihr Jagdrevier dort. Und vielleicht hat sie ja auch irgendwie Kinder oder so. Dann ist alles mit Hornissen nicht so aus. Ja. Auf jeden Fall erstmal weg. Die war jetzt schon echt sauer. Ja, also. und die war jetzt schon, verpisst euch jetzt. Oh Mann, ey. Die sind angeschmutzt, zwei, dreimal. Ja, ja. Und das hieß dann schon, haut ab jetzt, das ist Schluss. Und das nächste Mal hättest du vielleicht gesprochen. Ja. Da gehen wir lieber. Ganz ehrlich. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Nee, hatte ich auch keinen Bock drauf. Ich kann auch nicht so sprechen. Nein. Muss nicht sein. Gut, dann wir können ja mal hören, was wir dann aufgenommen haben mit dem Radio und so. Es war schon sehr interessant. Ja. Und dann müssen wir halt da noch mal hinkommen, wenn jetzt mal nicht mehr so hornissig ist, ne? Oh mein Gott, ey. Ich dachte, wir haben von Hornissen hier angegriffen. Wie du da rennen kannst. Wie? Ich bin 23. Na klar kann ich rennen. Sagen, warum er da nicht weg kann. Praktisch seinem Dienst nach.
das eine Arbeit, die er als Mensch schon gemacht hat? Jawohl. Ich war mir nicht so sicher. Es könnte auch eher nicht gewesen sein. Aber ich habe jetzt nicht gefragt, wenn er hier gerade zur Führung hat, ein Jawohl verstanden von der Tür aus. Oder ist er jetzt im ewigen Leben dafür eingeteilt worden, dort aufzupassen? Das könnte jetzt 2 Jahre gewesen sein. Gibt es denn Seelen, die auf Friedhöfe aufpassen? Was macht ihr da? Sorgt ihr da für Ordnung? Oder geleitet ihr dort auch Seelen von frisch Verstorbenen in den Himmel? Okay, also und deshalb muss er auch da bleiben und aufpassen, ja? Aber was ich jetzt dann nicht verstehe, ist, man erzählt sich, dass wenn man stirbt, man direkt den Körper verlässt als Seele. Wie kann es dann sein, dass dann welche mit auf den Friedhof gehen? Können die sich, ist das vielleicht, dass die sich von ihrem Körper nicht trennen wollen oder können? Am Kopf? Ja, am Kopf weiß ich das dann. Na ja, gut, es gibt ja auch Seelen, die noch viel länger auf der Erde bleiben, weil sie irgendwas kennen. Ja, ja. Und dieser Friedhofswächter sorgt ja auch dafür, dass noch jetzt lebende Menschen auf dem Friedhof keinen Schabernack machen. Oder ist er ausschließlich für die Seelenwelt da? Wenn jetzt ein Mensch, ein noch lebender Mensch, jemanden Angehörigen auf dem Friedhof besuchen kommt, hat er dann auch die Aufgabe, denjenigen zu holen, um Gespräche zu führen eventuell? Und er passt dann aber auch auf, dass derjenige, wenn er dann hier war, auch wieder im Himmel geht, so wie wir es kennen. Ja, und dieser Friedhofswächter, ist das immer nur einer und er muss immer da bleiben oder wechselt das auch ab? Denn er würde vielleicht auch gerne mal hier vorkommen. Aber das könnte er nur, wenn ihn jemand ablöst.
Radverstand geht jetzt nicht. Ja. Okay, dann vielleicht geht das dann vielleicht das nächste Mal. Ihr wisst ja ungefähr, wann wir immer kommen. Na, ihr seht das ja vorher schon, kann dann jemand mal einfach Bescheid sagen für eine Ablösung vor. Und das mit Montag habe ich nicht verstanden. Ja, vielleicht hat der Montag keinen freien Tag. Ja, unter der Woche können wir immer sehr schwierig kommen, aber vielleicht schaffen wir es irgendwann mal. wie ist das denn? Ist dieser Wächter früher mal... Das habe ich Praxen gut verstanden. Okay. Ist dieser Wächter früher mal ein Mensch gewesen? Nein. Nee. Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Also er ist schon ein höheres Wesen. So eine Art Engel? Also er ist eine Energie, die aber noch nie Mensch war. Also ist raus. Okay, super. Vielen, vielen Dank. Das ist ja wieder mega interessant. Ist das, hab ich noch eine Frage dazu, ist das denn dann auch auf jeden Friedhof so? Ja, toll. Ja, hat er leicht verstanden. Also ist auf jeden Friedhof ein Wächter oder hat ein Wächter viele Friedhöfe oder kann der eine Wächter überall sein? Also wir fangen mit der leichten Frage an, ist auf jedem Friedhof ein Wächter? Ich habe jetzt irgendwas mit einer verstanden. Oder hat ein Wächter mehrere Friedhöfe? Wir sind ja immer neugierig, das wisst ihr ja. Wenn wir den Wächter sehen könnten, wie würden wir ihn denn dann sehen? Wie sieht er aus? Beziehungsweise... Er ist gerade herabgelaufen. So hat sich das angehört. Heute habe ich es nicht gehört. War das bei dir auch gestern so? Ja. Aber es war eher ein harter Boden. Also ja, bei mir hat es sich angehört, als würde er auf diesen Stein nur laufen. Alter Schwede, da ist niemand draußen. Nee. Okay, was wir machen. Xbox.
So, ich stelle meine Frage erst noch fertig. Sorry, ihr Lieben. Oder können wir uns das Aussehen des Wächters gar nicht vorstellen, weil es das hier so nicht gibt? Also hat er jetzt, das ist nur ein Beispiel, hat er das Aussehen von zum Beispiel einem Wolf? Oder ist er eigentlich mehr nur eine Art Energie? Ich habe jetzt nichts direkt verstanden. Ja. Oder hat er doch eine menschliche Form oder Gestalt? Ist sehr groß. Ist er größer als 2 Meter? Gerade der Schatten so lang, also im Augenwinkel, aber. Wessen Schritte hat denn die denn eben gerade gehört? Gefahr. Nein, hier ist keine Gefahr. Wenn, dann höchstens die Hornisse. Ja. Die Hornisse hat sich vor uns erschrocken, ist das richtig? Ich glaube, wir waren in ihrem Jagdgebiet. Deswegen sind wir jetzt mal lieber weggegangen. Wir wollen es ja nicht stänkern. Wir wollen ja niemanden stänkern. Ist denn jemand da, der hier abends einen Wachdienst läuft? Um andere dann vor Gefahren zu warnen, wenn zum Beispiel das Kloster angegriffen wird. Oder wart ihr Mönche eigentlich dann nachts immer im Kloster zusammen? Ohne Bewachung. Weil ich habe gestern hier jemanden laufen hören und heute Danny. Ja, auf jeden Fall kann ich mich jetzt schon mal wieder vielmals bedanken. Einmal dafür, dass ihr
die Zuschauerfragen so schön beantwortet habt, ganz am Anfang vorhin. Und dass, ich sag jetzt einfach Herr, dass der Herr auf dem Friedhof so schön mit uns gesprochen hat, ist jetzt egal, ob es eine Seele ist oder irgendeine andere Energie. Und dass auch ihr heute wieder so toll mit uns redet. Vielen, vielen Dank dafür. Noch was fragen? Ja, ihr Lieben, dann mache ich das jetzt mal aus hier. Ja, was ist das für Druck? Ja. Tschüssi. Haja, habe ich jetzt verstanden? Ja. Haja. Haja, habe ich auch nichts gegen. Okay, schwarz mache ich aus. Silber aus. Willst du noch irgendwas machen oder haben wir Feierabend? Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Ja, ne? Ja. Wir haben noch einen weiten Weg. Nee, wir sind nämlich langsam auch kalt. Nach Hause. Aufnahme, Stopp. Wir können jetzt ja um den Friedhof rumgehen. Ja, ich laufe jetzt nicht nochmal über den Friedhof. Ja, ich meine ja, da gehen wir halt ein Stück außen rum. Ja. Warte, ich muss mal. Was machen wir? Mach deine mal auf Power. Was ist denn Power? Doppelklick. Damit ich hier was sehe. Ich will jetzt hier nicht unbedingt die Nachtsicht anmachen. Das ist ganz schön dunkel, ne? Ja. Und wir gehen jetzt zurück zum Auto. Und nicht über den Friedhof, weil wir wollen die Hornisse nicht ärgern. Ja. Wir gehen, da wäre der Eingang Friedhof, da gehen wir dran vorbei. Ja, ich bin auch gespannt, was wir jetzt hier haben heute. Auf jeden Fall haben wir heute die Hornisse hier geärgert. Die hat sich ein bisschen, ja, angepisst gefühlt, sage ich mal. Aber es ist halt so. Konnte man ja nie wissen, dass hier ein Hornissennest irgendwo ist. Deswegen haben wir ja dann... Und das machen die so. Die stupsen dich zwei, dreimal an. Und wenn du dann nie gehört hast, dann kommen sie. Ja, ja. Beim ersten Mal ist sie dann einfach wieder weggegangen. Da dachte ich mir, okay, die hat vielleicht nur geguckt, was das für Licht ist oder so. Ja. Das war auch für, ich glaube, das war dann auch für die okay. Aber ich glaube, die hat sich wirklich an dem Radio gestört. Ja, guck mal. Da hinten sieht man den Mond durch die Bäume. Machen wir ganz kurz Licht aus. Oder nur runter. Ist das herrlich? Wie eine Laterne, ne? Ja, wie eine Laterne, wirklich wahr. Krass, ne? Wahnsinn. Das wirst du aber nie sehen hier mit der Kamera. Warte mal, ich mach mal auf Nachtsicht vielleicht. Und dann, warte mal, muss ich jetzt wirklich das Licht mal richtig abschalten? Warte, ja, wo ist jetzt der Knopf? Und jetzt so, gucken wir mal hoch in die Sterne. Also so sieht man nicht. Da gibt es einfach Schwindel hier, aber wirklich. Ist ja Wahnsinn. Ne, kannst vergessen. Auch mit Nachtsicht nicht. Es ist zu weit weg. Ja, ich bin dann liegst schon mal... Liegst schon wieder im Bett daheim? Ich bin dann schon mal zu Hause. Ich stehe mal noch da. Ja. Blöd ist bloß, wenn ich mich dann im Auto die ganze Zeit mit dir unterhalte und du nie antwortest. Mann, ist die Alte wieder sauer jetzt, ne? Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ja. Ja,
jetzt nehmen wir euch den anderen Weg mit zum Auto. Durch den Wald sind wir ja schon gegangen, obwohl den müsstet ihr eigentlich schon kennen, den Weg. Ja, nur jetzt im Stockdunkeln sind wir, glaube ich, noch nicht gewesen. Ne? Letztes Mal waren wir im Hellen hier. Boah, ich werde angegriffen. Hier sind irgendwelche Viecher hier. Deshalb habe ich heute meine Kapuze aufgezogen. Das ist echt ganz angenehm so. Ja? Ja. Naja. Ich will nächstes Mal auch einen Kapuzenpulli mitnehmen. Kapuze aufziehen. Dann hast du es viel ruhiger. Das werde ich auch machen. Dann gehen die nämlich nicht so in die Haare und so. Mhm. Na gut, wenn wir in die Haare gehen, ist so ein bisschen schwierig, auf, aber. Auf den Kopf halt. Die tummeln sich auf meiner Glatze. So, jetzt haben wir es gleich Mitternacht. Fröschchen. Tatsache. Warte, ich versuche den mal einzufangen. Oh, wie süß. Oh mein Gott, ist der süß. Aus der winzig. Bleib da, Fröschi. Na, jetzt ist er weglassen. Fröschi. Hast du ihn gesehen mit der Kamera? Ja, ich habe ihn kurz. Oh, sind der süß. Das ist ja richtig echt. Fangen ein, zeigen. Mach hin, hier sind Mücken. Guck, da ist er wieder, da ist er. Jetzt bleibt er erstmal sitzen, weil er sich totstellt bestimmt. Oh, ist der hübsch. So, weiter. Komm. Okay, küssen Mund. Ist mir wieder so ein Vieh in den Mund geflogen. Das ist runter. So, Schnitzel gestrichen morgen. Das war ein Betthupferl. Oh, voll Deibel, ey. Jetzt habe ich irgendein Vieh gefressen. Da ist neuer. Oh. Der hat eine andere Farbe. Oh. Wie süß. Was sind die hübsch. Ey, hast du ein Glück, dass ich dich nicht küsse? Früher habe ich die gefangen und geküsst. Na komm. Ja, aufpassen, dass wir nicht kaputt rauftreten hier. So viele schöne Tiere sieht man hier, ne? Ja, also Tierwelt ist ja wirklich, vor allem die Insektenwelt ist krass. Vor allem, man kommt so satt nach Hause. Und Kröten. Und Kröten haben wir jetzt ja schon einige gesehen, ne? Ja. Aber so Frösche hatten wir noch keine richtigen. Jetzt hast du wirklich mal einen Frosch. Na siehst, da haben wir jetzt einen Frosch gesehen. Yippie. Wie süß, genau. Es lohnt sich, mitten in der Nacht durchs Gelände zu krauten. Auf jeden. Ob so unser Auto steht noch da? Ja, sieht gut aus. Okay, Freunde, wir sehen uns. Neulich. Genau. Tschüss.